Wie sicherlich einige schon gemerkt haben, schaffe ich es aktuell nur ein Video pro Woche zu bringen. Das liegt daran, dass ich aktuell voll im Umzugsmodus bin. Deshalb zeige ich euch heute ein Spiel, welches zwar schon länger jetzt im Early Access ist, aber dennoch sehr interessant ist. Vor allem für Fans von Spielen wie Anno oder Civilization. Was das genau ist, seht ihr natürlich jetzt im Video. Viel Spaß damit, wir legen direkt los, Freunde. Auf geht's! Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Mit dem Aufbaustrategiespiel Kingdoms Reborn möchte der Entwickler, der übrigens lediglich aus einer Person besteht, die besten Systeme aus Anno, Civilization und Banished miteinander kombinieren und uns somit ein gutes und ausgereiftes Spiel auf die Monitore bringen. Wie das Ganze ausschaut und wie der Stand der Dinge ist, schauen wir uns natürlich jetzt an. Denkt aber bitte daran, dass sich bis zum Release noch Dinge ändern können, dass sich das Spiel weiter in der Entwicklung befindet. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos zu diesem Spiel oder anderen verpassen wollt, schaut gerne mal vom Kanal vorbei, checkt die Playlisten ab, lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank für und Support, Freunde, legen wir also los. Wie in den meisten Strategiespielen starten wir mit einer Handvoll Siedlern, die in ihren Holzhütten leben und erstmal überleben müssen. Typisch also auch hier, wir sammeln Rohstoffe, müssen das Dorf mit Nahrung versorgen, schützen uns gegen die kalten Wintermonate und verhindern, dass die Siedlung zum Beispiel durch Feuer abbrennt. Anders als zum Beispiel in Anno haben wir hier nicht nur einfach ein paar Inseln, die wir besiedeln können, sondern direkt eine riesige Open World mit verschiedenen Kontinenten, die zusätzlich in 7 Biome eingeteilt ist. Kingdoms Reborn bietet uns aber nicht nur diese Herausforderungen, sondern auch ein paar weitere Besonderheiten, was das Bauen betrifft. Und das ist das Kartensystem. Anders als wir es in den meisten Fällen gewohnt sind, können wir hier nicht einfach nur Gebäude bauen, sondern müssen diese durch ein zufälliges Kartensystem kaufen, um diese dann eben errichten zu dürfen. Diese kleinen eingeschränkten Möglichkeiten sollen uns vor allem am Anfang etwas auf Trab halten, da man da genau überlegen muss, welche Gebäude oder auch Taktik man eben benutzt bzw. braucht. Zudem kauft man sich dort auch verschiedene Aktionen frei, in denen man zum Beispiel Bewohner eines feindlichen Dorfes abziehen bzw. stehlen kann. Das Epochensystem spielt ebenfalls eine große Rolle. Nachdem wir die Anfänge in unserem Dorf soweit im Griff haben, können wir im Entwicklungsbaum die ersten Updates durchführen. Durch die Zeitsprünge, die bis ins Industriezeitalter ausbaufähig sind, ändert sich nicht nur das Aussehen der Gebäude, sondern schaltet uns auch neue Möglichkeiten frei, um zum Beispiel unsere Landwirtschaft voranzutreiben oder auch die Nahrungsbeschaffung zu optimieren. Kingdoms Reborn soll vor allem ein Aufbauspiel für Multiplayer-Fans sein, was ebenfalls eher untypisch für dieses Genre ist. Zwar sollt ihr auch alleine gegen KI-Gegner spielen können, die Herausforderungen liegt dabei dann aber alleine nur im Überleben der eigenen Bevölkerung. Wir können also mit unseren Freunden zocken, handeln und auch gemeinsam Überfälle planen. Einen richtigen Kampfmodus mit Soldaten und schweren Geschütz gibt es in Kingdoms Reborn allerdings nicht. Bereits seit Oktober 2020 ist es möglich, das Spiel im Early Access auf Steam zu spielen, um euch eben ein eigenes Bild machen zu können. Die bisherigen Rezensionen sahen dazu allerdings sehr positiv aus, was man, wenn man das Spiel gespielt hat, auch sehr gut nachvollziehen kann. In meinen Augen zumindest. Okay, Freunde, ich habe euch jetzt nur mal die Knackpunkte dieses Spiels kurz zusammengefasst. Natürlich handelt es sich hier um ein Strategiespiel und von den grundlegenden Techniken, wie sowas aufgebaut wird, ist es eigentlich ziemlich klar. Deswegen, wie gesagt, nur auf die Hauptknackpunkte, die dieses Spiel eben anders machen soll. Was haltet ihr von dem Spiel? Vielleicht habt ihr es ja schon mal gespielt. Ansonsten, ich kann es euch nur empfehlen. Schaut gerne mal auf der Steam-Seite vorbei, schaut mal rein, gönnt es euch vielleicht und dann schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ansonsten war es das für dieses Video, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.